Moin, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Let's Play LS17 Nordfriesische Marsch Vierfach Map ohne Gräben. Ja, was soll ich sagen? Wir sind im neuen Jahr angekommen. Ich hoffe, ihr hattet einen guten Rutsch. Ich wünsche euch auf jeden Fall ein frohes neues Jahr. Und ja, vielen Dank für die Treue im letzten Jahr, dass ihr zugeschaut habt. Und ich würde mich freuen, wenn das in diesem Jahr genauso weitergeht. Ja, wir sind jetzt ja, dabei, hier alles Mögliche zu produzieren. Wir haben Sand und Kies schon ohne Ende angeliefert zur Baustelle der Brücke. Und jetzt sind wir gerade dabei, hier nochmal so ein bisschen Sand in die Zementproduktion zu stecken. Weil das kann man ja dann später... Also erstmal brauchen wir noch bei der Brückenbaustelle brauchen wir noch ein bisschen Zement. Und den Rest können wir dann außerdem auch gut... den Rest können wir dann gut... was können wir den Rest gut? Gut, hier werde ich nichts mehr los. So, Kies bringen wir auch wieder zur Kiesgrube, wobei, nee, machen wir erstmal nicht. Erstmal fahre ich hier quer durch. Lasse hier den Kieslaster stehen. Den Kiestrailer und ich fahre jetzt mal eben schnell zum Baumarkt. Doch geil, ne? Baumarkt, also eigentlich ja eher Baustoffhandel, wirklich. Beim Baumarkt würde man für keine große Brückenkonstruktion Stahlträger bestellen. Aber egal. Und dann schauen wir mal. Das ist ja auch alles, was wir noch irgendwie brauchen. Wir brauchen ja nur noch jetzt... Achso, und noch ein bisschen Zement. Brauchen wir dann auch noch. Aber von dem, was wir jetzt so... Ne, dann können die erstmal bauen. Wenn die jetzt die Stahlträger haben. Ich weiß auch gar nicht, wie viel wir da brauchen. Also 100.000. Weiß ich, nee, 100.000, ich glaube 100.000. Ich weiß aber nicht, wie viel ein so eine Palette ist. Ich will ja natürlich auch nicht zu viel hinbringen. Auch klar. Einsatz mit X. Ah, doch nicht so doll, ey. Wisst ihr was? Ich habe hier so ein Helferlein, ne? Sich Trailer Assist. Wozu nicht einsetzen? Also für, gerade für solche langen Strecken. Warum soll man es nicht einsetzen, wenn man es hat?
8 Paletten brauche ich noch. 8 Stahlpaletten. Das finde ich aber okay. Oh. Ach ne, gar nicht oben. Das war auch doof, ich hätte ja den Anhänger bis da vorne mitnehmen können. Ich muss ihn da jetzt eh wieder hinstellen. Hammer. Das war doch scheiße. Eine Palette mit Stahlträgern. Ja, im Moment gibt's hier noch nichts zu spawnen, noch nichts abzuholen. Noch nichts gespawnt ist, weil kein Geld da ist. So, jetzt fahren wir hiermit mal wieder zurück zum Kieswerk. Naja, wie auch immer. Auf jeden Fall können wir hier nochmal wieder schön lecker Kompost holen. Und da unten wird schön Kompost verteilt. Pellets hätten wir verkaufen können. Die große Nachfrage ist bestimmt weg. Ist bestimmt rum.
Ja, das ist nicht schlecht. Jetzt haben wir hier 4 von diesen Anhängern. 2 mit 75.000 Liter Kapazität. Da kommt uns gerade einer entgegen. 2 mit 90.000 Kapazität. Habe ich einen hier von. Habe ich beide hier von. Habe ich einen hier von, habe ich gerade gesagt. Und abholen. Jawohl, wunderbar. Ich habe doch Rückwärtsgang eingelegt. Ja nicht zum Dingen sagen. Ne? Ich muss ja nicht zum Das macht's auch Laune. Also erstmal hat er eine fette Motorbremse. Ein bisschen zu heftig. Find's gut, dass er die hat, aber nicht realistisch. Der Sound gefällt mir natürlich eigentlich gar nicht, ne? Das ist kein V8. Aber hey. Kann mich hier nicht aufregen. Ja, wobei hier klingt er jetzt schon besser. Stand. Schon eher ein V8. Produziert. Ja, stimmt. Auch zurück. Ach. Zieh mal einer an. Jetzt ist die auf einmal fertig. Aha. Und dann. Nach dem Rechten gucken, ob alles okay ist. Sieht gut aus, ne? Ja, mit dem ist man aber schnell überall. Das macht ja richtig Laune. Ja, unglaublich. Recht cool. Thank you.
Dick ist er. Auch nichts anderes zu sagen. Schick. Oh, schön. Aufgefüllt. Ah, er ist fertig. Ja, schön. Will ja heißen, hier endlich mal loslegen kann. Hopfen sehen. Ausfahren. Richtig. Puh. Bin ich doch etwas beruhigter. Warum fährt er nicht sofort ab, wenn ich ihm sage, sofort abfahren? Ja, super. Schön, dass ihr dabei wart in der ersten Ausgabe im neuen Jahr, in 2018. Heute Nachmittag gibt es noch eine. Da würde es mich tierisch freuen, wenn ihr da wieder einschaltet. Und ja, hinterlasst mir ein Like oder lasst mir einen Kommentar oder abonniert mich. Das würde mich auch freuen. Und dann schauen wir mal, was uns dieses Jahr alles so noch zu bieten hat. Was uns dieses Jahr uns alles noch so bringen wird. In diesem Sinne sage ich mal ciao.